Ja, also Karl-Heinz, wir hatten ja überlegt, was machen wir mit der Abendveranstaltung und haben ja so ein bisschen gelernt im Virtuellen, dass es so ganz schwierig ist, irgendwie diesen Austausch hinzubekommen. Ja. Ja. Und waren dann auch der Meinung, nachdem wir uns, wir machen nur 10 Minuten, danach können wir gleich wieder weiterreden. Der eigentliche Fokus sollte darauf sein, dass ihr euch untereinander vernetzen und austauschen könnt. Ne, deswegen haben wir gesagt, wir haben hier erstmal einfach den großen Raum. Es gibt auch Alkohol, der lockert die Zungen. Wir können hier quasi sein. Wir hatten es ja schon vorab geschrieben. Wir müssen hier aus dem Raum um 22 Uhr sowas ungefähr raus sein, weil die Jugendherberge eine Nachtruhe hat. Also wir können nicht bis in die Puppen machen. Ihr bekommt unten, da wo wir jetzt essen waren, bekommt ihr auch alkoholische Getränke. Da ist eine Bar, da bekommt ihr auch Cappuccino und Espresso. Christian bringt schon Bier mit, perfekt. Na, ihr müsst dort nichts bezahlen, ihr müsst nur dazu sagen, dass ihr von hier oben kommt und dann schreiben die eine Strichliste mit. Könntet ihr das Gespräch parallel beenden im Teams? Warte, was ist in Teams? In Teams ist ein Parallelgespräch. Okay, wir hören hier keins zumindest. Nicole hört auch keins, ist ein anderes Teams wahrscheinlich. Genau, also so kommt ihr an Getränke, vielleicht organisiert es ein bisschen so, dass irgendwie einer gleich 3 Flaschen Bier mitbringt, dass man nicht 1000 Mal hoch und runter rennen muss. Für die Gespräche mit den Leuten online, habe ich ja vorhin gezeigt, gibt es dieses Slack Huddle, also gibt es dieses Audio-Chat-Feature. Genau. Ne, so ein bisschen wie es hier einen großen Raum gibt, war der Gedanke, macht vielleicht in dem Allgemeinkanal mal einen Huddle auf, der wird dann schnell ziemlich voll und da sprechen viele Leute durcheinander. Und dann kann man sich auf die Sofas oder die Assembly-Bereiche oder so auseinander dividieren. Mhm. Oder kann auch einen eigenen Kanal anlegen, wenn ihr sagt, wir wollen uns über Thema XY unterhalten. Hatte ich ja gesagt, wir haben das Slack so konfiguriert, dass die Kanäle, dass ihr beliebig Kanäle hinzufügen könnt. Legt den an, geht in den Huddle und ihr könnt miteinander sprechen. Aber es gibt nicht bloß Huddle, man könnte auch im Chat erstmal anfangen, um mal zu sehen, wer vielleicht mitredet. Und dann kann man sich immer noch verabreden, ob man es jetzt über den Audiokanal muss, macht. Genau, ne? Muss man natürlich nicht. Also wir haben versucht, so Audio-Chat und Text-Chat an einer Stelle gemeinsam zu haben. Genau, und dann gibt es aber auch noch so ein paar Punkte, die würde ich jetzt euch mal im Screenshare zeigen. Die findet ihr nämlich im Programm. Vielleicht postet die Nicole den Link zu dem Programm auch nochmal in Slack. Also wenn ihr da geht zum Abendprogramm, dann haben wir uns so ein paar kleine Sachen noch einfallen lassen. Einige von euch waren ja schon letzte Woche dabei. Wir haben gesagt, wir bauen mal in dem Spiel Mindtest die Kaiserburg nach. Ja, und wir haben, weiß nicht, wer war früher mal auf LAN-Partys? Kennt das jemand? Da gibt es ein paar Hände. Ne? Da ist man so zusammengekommen und ist zusammen in ein Spiel rein. Wir haben den Raum hier vorne in WLAN-Party-Raum umbenannt. Also wer Lust hat, mal sich so das Spiel Mindtest anzuschauen, was da schon gebaut wurde, die Burg und auch jetzt so das, die Räumlichkeiten und so, das ist alles schon da. Wenn ihr wollt, nehmt einen Rechner mit, da wird euch auch gezeigt, wie man Mindtest installiert und wie man dort die ersten Schritte geht. Also da hättet ihr die Möglichkeit, hier reinzugehen und da sind auch jetzt schon Leute von online mit drinnen. Also das ist so ein Ort, wo quasi online und vor Ort sich vermischen. Dadurch, dass da von einigen von euch auch Kids mit dabei sind, haben wir gesagt, wir haben da nicht, machen das nicht im Slack, sondern da gibt es einen eigenen Discord-Kanal, wo man sich austauschen kann. Und da ist aber da drin, die Susan hat die Anleitung, wie das geht. Also wir haben so eine ganz einfache 5-Schritt-Anleitung geschrieben, wie man da in Mindtest mitspielen kann. Ja, du warst ja auch schon mit deinem Enkel unterwegs, hat viel Spaß gemacht. Ja, ich glaube, ich werde auch ein bisschen Mindtest nachher mitmachen. Genau, also da ist schon Aktivität seit 18 Uhr. Wir müssen dann jetzt mal gucken, eigentlich war die Idee, dass wir die neuen LernOS-Leitfäden, dass die jetzt gleich 1-2 Minuten Zeit haben. Da müssen wir mal schauen, wer da ist und wer noch beim Essen ist. Wir würden auf jeden Fall die, die da sind, sich vorstellen lassen. Auch die, die online dabei sind, sind ja einige. Dann haben wir so ein bisschen Star Wars-ige Hintergrundmusik ausgesucht. Da ist es immer ja ein bisschen schwierig, so mit Remote, wenn man jetzt in so Videostream Musik einspielt, ne, dann weiß man immer nicht, wie laut ist das im Vergleich zu den Leuten, die sprechen. Also haben wir gesagt, wir machen das wie letztes Jahr, wir entkoppeln das komplett. Also wir haben ein Tool uns ausgesucht, das heißt SyncTube. Da gibt es den Link auch im Abendprogramm. Das lassen wir hier einfach als Hintergrundmusik laufen. Das könnt ihr remote aber auch aufrufen und dann läuft dort sozusagen ein sehr schönes Konzert durch. Philharmoniker, die niederländischen Philharmoniker spielen den Star Wars Soundtrack. Und ihr könnt euch aber sozusagen auf den Endgeräten zu Hause selber einstellen, wie laut ihr das haben wollt, ob ihr es leiser haben wollt. Ihr könnt auch eine ganz andere Musik euch anhören, wenn ihr wollt. Auch dort gibt es so einen kleinen Textchat nochmal neben dem Video. Na, also im Abendprogramm ist das hier, ist nicht unterstrichen, aber dieser Link hier ist quasi der Link dahin.
Dann machen wir hier, das ist jetzt für die Leute relevant, die hier in Nürnberg sind, um 20 Uhr im Raum Yoda, das ist der vorderste links, also der vordere große Raum, so eine kleine Einführung in die Hybridtechnik. Also wenn ihr eine Session morgen habt als Session-Owner in dem Raum Leia, Luke, R2-D2 oder Yoda, dann wäre das sinnvoll, wenn ihr da mal hinguckt, weil da erklären wir so ein bisschen, wie das abläuft. Wir haben morgen zwei Buddies, die helfen, also der Kurt, der jetzt an der Kamera ist, und der Hans, die helfen dann auch mit, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, aber vielleicht schadet es nicht, sich das mal 15 Minuten anzuhören. Ja, kann ich nur empfehlen, denn es ist ein klein bisschen anders und die Dinge, die man so schnell übergeht, über die sollte man heute noch mal reden, damit man die morgen den Onlinern nicht verwehrt. Genau. Genau, dann haben wir für 21 Uhr noch mal so einen kleinen Gimmick. Es gibt eine riesengroße Star Wars Fanszene und die produzieren mittlerweile Videos, die sind auf dem Niveau der Star Wars Filme. Ne, und so ein bisschen ist das ja auch in unserer Community so ein Thema. Ne, so eine oder andere fragt sich, kann ich denn überhaupt, habe ich die Kompetenz, einen Lernleitfaden zu schreiben oder so? Habe ich die Kompetenz, so ein Videostreaming zu machen? Ne, wir haben das auch alles gemacht aus der Community heraus, haben uns das angeschaut von anderen, haben gesagt, wir machen das einfach mal, wir lernen, wie das geht. Ne, und das ist so ein bisschen als Kleingimmick, schauen wir uns den mal an, dann könnt ihr beurteilen, sozusagen, wie ist das im Vergleich sozusagen zu einem richtigen Star Wars Film. Läuft auch eher im Hintergrund, ne? Wir teilen dann hinterher die Links, dann könnt ihr das nochmal richtig anschauen. Ich habe versucht, den Regisseur davon, weil der tatsächlich über das Video auch große Karriere gemacht hat, dann für so ein kleines Interview noch zu gewinnen, aber der hat leider heute keine Zeit. Vielleicht können wir das dann irgendwann im Nachgang sozusagen nochmal nachholen. Genau, dann wie gesagt, 22 Uhr müssen wir hier raus. Es gibt im Umfeld, Innenstadt gibt es genug Bars und so weiter, Hotelbars. Da kann natürlich die Party dann weitergehen. Aber wir müssen dann auch hier noch so ein bisschen aufräumen, umbauen für morgen und so weiter. Also. So läuft es ab. Genau, und morgen pünktlich um 9, ne? Genau, so ist es. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wer von den Leitfadenteams da ist. Wir hatten gesagt, alle haben eine Minute oder zwei Zeit, um kurz sozusagen mal zu erzählen, was es bei den Leitfaden Neues gibt. Moment, ich schau mal, ich rufe einfach die Leute auf, die gesagt haben, dass sie da sind. Wir haben den Thomas Jennewein und den Gerd Stumm von SAP. Seid ihr da? Okay, dann macht er entweder Nachzügler, wenn er nicht rechtzeitig kommt, machen wir es morgen im Session Pitch mit. Dann online wäre der Dennis Böcker von Bosch mit der Idee des Innovation Management Leitfadens. Dennis, bist du da? Ich bin da. Ah, sehr cool. Magst du was präsentieren oder magst du nur erzählen? Ich würde nur kurz was erzählen. Das, glaube ich, geht schneller, wenn ich nur eine Minute habe. Ja, schieß los. Okay, also Idee ist, es gibt seit 2019 ein Innovationsmanagementsystem, basierend auf der ISO 56002. Dieses System wird stärker und stärker in die Unternehmen Einzug halten. Und es gibt wahnsinnig viel Wissen rund um die einzelnen Elemente dieses Systems, angefangen bei Innovationsstrategie über Rollen, Kompetenzen, Karrierepfade, Strategie, Portfolio-Management etc. etc. All dieses Wissen ist weit verstreut in der Welt und es gibt viele so kleine Inseln, wo das gesammelt wird. Und die Idee war, dass wir entlang dieser Struktur des Innovationsmanagementsystems einen Leitfaden erstellen, rund um das Thema Innovation, Innovationsmanagement, der dann stetig wachsen kann, weil das sicherlich ein größeres Unterfangen wird und das Wissen dann so in der Community teilen. Das war so die Idee und dafür suchen wir Mitstreiter, weil das eben ein relativ großes Feld ist und es mit Sicherheit auch weit verstreutes Wissen gibt, das mit Sicherheit nicht nur jetzt bei mir oder bei uns liegt im kleineren Team. Und ich habe so 2, 3 Mitstreiter, die Interesse haben, da mitzuwirken, aber ich glaube, wir brauchen ein größeres Team, damit wir das Thema auch gewuppt kriegen. Genau, und du hattest es ja beim Community Call schon mal vorgestellt, da haben sich dann hinterher nicht so viel gemeldet. Ich würde hier das Flipchart nachher nehmen, was da drüben steht, und da schreibe ich Innovation Management Leitfaden drauf. Und wer Lust hat, da mitzumachen, kann da einfach seinen Namen oder E-Mail-Adresse oder LinkedIn-Profil dazu schreiben und dann schauen wir, ob da ein Team zustande kommt. Genau. Danke dir. Und dann würde ich auch gerne dann in einem ersten Setup vielleicht einmal zu einem Call einladen und mal die Details teilen, die dahinter sich verbergen, dass wir da auch vorwärts kommen. Aber das macht dann mehr Sinn, wenn wir in einer Gruppe unterwegs sind, die Interesse hat. Sehr gut. Danke dir. Kleiner Applaus für die Idee. Dann weiß ich nicht, Marcel und Stefan, ihr hattet ja den Lightning Talk schon dazu. Wollt ihr noch mal kurz was sagen dazu?
Ja, du musst aber nach vorne kommen, weil du brauchst das Mikrofon dann. Vielleicht gucken wir. Ja, da ist er schon. Einfach kurz was vorstellen, oder? Ja. Also wir haben ja vorhin den Lightning Talk schon gehalten und wollen mit euch gerne morgen in der Assembly am Content Creation Tisch sozusagen, Tisch 1, zusammen mit euch den Content Creation Leitfaden mal anschauen, ein bisschen die Cutters durchgehen, die Wocheninhalte und mit euch anschauen, ist das verständlich, klappt das gut, seid ihr damit zufrieden, wollt ihr gerne andere Beispiele drin haben? Ich sehe auch einige, die den Leitfaden schon gemacht haben, also vielleicht können wir da ein bisschen Feedback noch bekommen. Ich weiß aber, dass auch wir das Feedback schon bekommen haben teilweise und wollen das einarbeiten. Der Guide ist, glaube ich, ziemlich umfangreich, also wir haben ziemlich viel Storytelling rein. Was ich auch noch bräuchte, ist Bildspezialistinnen, weil wir haben teilweise Sachen, die wir nicht so reingeben können, weil es ja CC BY sein muss. Und wenn wir da Sachen verlinken oder Screenshots machen, dürfen wir das nicht. Also zum Beispiel Harolds Blog oder den dürfen wir da nicht, den dürfen wir nur verlinken und nichts anderes. Genau, also Nudge Nudge, Sketchnoter und Co. Gerne. Okay, das war's. Gut. Danke euch. Dank. Dann habe ich genau euer Applaus. Dann gibt es noch eine Idee, ein Team, da müsste die Isabel und die, Moment, jetzt muss ich selber schauen, die Isabel und die Svenja ja. Online dabei sein, Idee Nachhaltigkeitsleitfaden. Genau, ich bin dabei, die Isabel hat es heute leider krankheitsbedingt nicht geschafft, aber ich kann gerne ein paar Worte sagen. Müssten wir dich sehen, du bist so schwarz. Also nicht im Gesicht, sondern ja. Irgendwie als Ganzes. Also ich habe die Kamera eigentlich an. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist jetzt besser? Ist genauso schwarz, vielleicht ein bisschen heller schwarz. Aber egal, erzähl. Wir posten nachher die LinkedIn-Links dann dazu. Okay, also ich würde auch vielleicht ganz kurz meinen Bildschirm teilen. Ich versuche mich aber auch kurz zu halten. Ich habe eine kleine Slide, um mal euch durchzuführen durch unsere Idee. Wir wollen einen Lernleitfaden zum Thema Nachhaltigkeit gestalten. Warum machen wir das Ganze? Ich habe hier mal, ich weiß nicht, ob man die Präsentation schon sieht. Ja, sieht man gut. Super. Ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht, das euch jetzt nicht allzu unbekannt vorkommen sollte. Die durch den Treibhauseffekt hervorgerufene Erderwärmung gilt als größte Herausforderung der Menschheit. Ich glaube, das ist uns allen bewusst und auch allen irgendwie klar. Trotzdem ist das Gefühl irgendwie, ja, da passiert zu wenig und wir selber tun auch zu wenig. Zumindest ist das unser Gefühl in der Gruppe. Deswegen unsere Überzeugung ist, es geht nur gemeinsam. Und wir haben, wie gesagt, auch alle als Team das Bedürfnis, mehr zu tun. Wie wollen wir das Ganze anstellen? Natürlich in dem Rahmen sollte das klar sein, wir wollen einen Lernortsguide entwickeln. Und was sollte dieser beinhalten? Wir wollen zum einen auf die Haltung eingehen, dass man von einer ja eher passiven Haltung in eine proaktive Haltung kommt. Und dann eben dementsprechend auch das Verhalten adressieren. Das beinhaltet für uns zum einen den allseits bekannten Fußabdruck, beinhaltet darüber hinaus aber auch den sogenannten Handabdruck. Das ist ein Begriff, den vielleicht die meisten noch nicht kennen. Da geht es darum, auch ja, seine gesellschaftliche und politische Stimme ein Stück weit einzubringen und zu gucken, Wie kann ich indirekt dieses Thema noch fördern? Wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich mich engagieren? Wo kann ich vielleicht ein kleines Projekt starten? Das ist dann der Anteil, der vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß macht, der ein bisschen mehr Kreativität erfordert als das Thema Fußabdruck, was ja oft so ein ja, leidiges Thema schon fast ist, weil da auch so ein bisschen die Moral mitspielt. Und dann die letzte Frage, wer sind wir, die das machen wollen? Wir sind momentan zu viert. Also hier sieht man mich jetzt auch, wenn man mich schon in der Kamera nicht sieht, zumindest mal hier auf dem Bild. Also das ist ein Bild, das bei unserem ersten
Real-Life-Treffen am Bärensee in Stuttgart entstanden ist. Ja, wir vier, der Volker, der Matthias, die Isabel und ich, wir haben uns alle in der Lunch-and-Learn-Community kennengelernt und haben uns das Thema vorgenommen. Und wir würden es aber auch gerne sehen, wenn unser Team noch wächst und wir noch weitere Mitstreiter dazu gewinnen können. Wir sind alles keine Expertinnen, also wir sind alles, ich sag mal, interessierte Laien, die einfach das Bedürfnis haben, da ein bisschen mehr zu erfahren und auch mehr zu tun. Und wir stehen momentan noch relativ am Anfang und starten gerade so richtig rein. Deswegen wäre jetzt tatsächlich auch der perfekte Zeitpunkt, noch dazu zu stoßen. Dankeschön. Applaus für euch. Sollen wir auf das Flipchart, wo wir Innovationsmanagement draufschreiben, drunter Nachhaltigkeit schreiben? Wer mag, trägt sich da ein und ich schicke euch hinterher die Kontakte. Das wäre super. Ich hatte sonst gedacht, dass ich vielleicht auch nochmal meine Kontakte irgendwie verteile. Sonst könnt ihr euch gerne auch da melden. Ja. Aber wenn ihr das Flipchart macht, gerne. Sehr gut. Ich poste nachher die zwei LinkedIn-Links von euch noch mit rein. Super. Genau, und dann habe ich gesehen, der Thomas hat dem Gerd ein Bier geholt und der Thomas ist jetzt auch da. Thomas und Gerd. Leitfaden für digitale Trainer. Das ist dann auch der letzte Punkt. Und der Frank. Bleibt ihr da? Ja, okay. Dann muss die Kamera zu Ihnen oder ihr kommt hier hoch, wie ihr wollt. Ja. Ja, hallo zusammen. Genau, wir haben mit noch einigen anderen Mitstreitern einen Leitfaden entwickelt. Und zwar zum Thema ist Englisch, deshalb sage ich den englischen Titel, Designing and Holding Engaging Virtual Trainings. Hat ein bisschen gedauert, das war so während der Corona-Zeit, wo wir gedacht haben, ja, immer mehr müssen jetzt virtuell Schulungen abhalten. Und da geht es eben darum, eine Schulung zu designen, entlang von einem Canvas, also wirklich hands-on, dass jeder das an einem konkreten Fall machen kann. Und dann zu verschiedenen Themen, immer nach Woche, zu Herausforderungen, Umgang mit Technik und anderen Themen. Und wir haben ihn schon einmal durchlaufen, den Leitfaden. Also eine Gruppe hat ihn schon mal durchlaufen. Also ist praktisch im 1.0, genau. Und wir suchen jetzt vielleicht noch Leute, die uns helfen, dann das aufs nächste Level, also das Publishing zu bringen. Also willst du noch was sagen, ganz kurz zum Leitfaden, Gerd, oder? Ja, zur Historie kurz noch, wie Thomas schon sagte. Also das war ein Ergebnis aus den... Oh, jetzt machst du gerade dein Mikro aus. Aus den Bemühungen, die wir alle kennen, zu Beginn der Corona-Pandemie, die Trainings umzustellen auf virtuelle Lieferungen und sagen wir, von den Erfahrungen dann zu profitieren und die zu teilen. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, angefangen haben wir in Q4 2020, also es hat ein bisschen gedauert. Das Team war recht divers, also der Frank war beteiligt, die Ute Reichert, die Hilge Kohler und dann einige Kolleginnen und Kollegen von der SAP. Genau, also es ist vielleicht auch unüblich jetzt für einen Lernersguide. Wir haben angefangen in Englisch, weil wir auch englische Kollegen am Anfang dabei hatten. Also es ist, im Moment ist er noch nur in Englisch. Also das wäre so ein Thema vielleicht für die zweite Hälfte dieses Jahres, genauso wie die Umstellung auf ein Online-Dokument. Also im Moment haben wir wir haben in OneNote und Word geschrieben. Es liegt jetzt als ein kompaktes Word-Dokument vor. Und ja, eine unserer Aufgaben sicherlich jetzt für die nächsten Monate noch, vielleicht dauert es nicht so lang, wäre die Umstellung auf Markdown und die, das Anbieten als Online-Dokument. Ne? Da jemand helfen kann, dann wäre super, gerade bei der Umwandlung, der schon Erfahrung hat. Sorry. Wenn uns da jemand helfen kann, der oder die schon Erfahrung hat, gerade mit dem Markdown, das wäre super. Ja. Also wenn ihr so die Erfahrung mal machen wollt, sowas mit vielen unterschiedlichen Leuten, also ich habe super viel gelernt, ich habe tolle Leute kennengelernt, ganz neue Eindrücke von Themen, die ich nicht kannte. Und ich kann nur empfehlen, das ist nochmal eine andere Qualität, daran zu arbeiten und dran zu bleiben. Ja? Ich will nicht sagen, dass wir durch einen Teil der Tränen gelaufen sind, aber es war doch manchmal ein bisschen sumpfig, dass es nicht so schnell vorwärts ging. Und es hat Spaß gemacht. Sehr schön, Applaus für euch. Ja.
Ja, dann haben wir alle Leitfadenteams durch, die was vorstellen wollten. Warte, gib ihm gerade das Mikrofon, sonst hört man dich im Stream nicht. Ich wollte nur fragen, ob wir die digitale Zusammenarbeit Leitfaden auch präsentieren könnten. Natürlich, ich komme nach vorne, klar, ja, ja. Kommst du auch, Magnus? Und es ist richtig cool, dass Rainer, dass du auch jetzt dabei bist. Ich stehe neben dir. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Zuerst, wie geht's euch? Ne? Das ist eine Abendveranstaltung, ne? Ich wollte nur kurz sagen, ich bin Daniel Pryle. Vor ein Jahr bin ich irgendwie in Deutschland gelandet. Eine deutsche Frau, wir wollten irgendwie hier ziehen. Und dann jemand hat mir auf der Arbeit gesagt, hey, weißt du irgendwas über LernOS? Und ein paar Monate später war ich in einer Gruppe mit zwei coole Leute, auch drei anderen, die leider hier nicht sein könnten. Und wir haben zusammen diese digitale Zusammenarbeit Leitfaden fertig gemacht und steht jetzt in Beta-Testing. Diese coole Hintergrundfoto von Rainer könnt ihr auch live sehen. Meine Notizen sind genau da auf dem Tisch. Diese Leitfaden, die Idee ist, dass wir, obwohl viele von uns digitale Natives sind, Digital Natives, das bedeutet gar nicht, dass wir alle gut zusammenarbeiten können. Es ist nur, dass wir auf Slack sein können, bedeutet nicht, dass wir Slack benutzen könnten, zum Beispiel. Und deswegen haben wir diese Leitfaden gemacht. Die Idee hier ist, dass Zusammenarbeiten ist ein Praxis. Wir müssen daran arbeiten, wir müssen uns verbessern. Es gibt 8 Aspekte von digitaler Zusammenarbeit. So die Kommunikation, Wissen teilen, gemeinsam an Dokumenten arbeiten, retrospektiv. 4 anderen, die nicht in unsere Leitfaden passen könnten. Vielleicht in Version 2. Genau. Und durch die 12 Wochen können wir eigentlich Leute zusammenbringen, um dass die ihre eigene Zusammenarbeitsmethoden schaffen können. Ne? So es ist für Teams, die schon existieren. Es ist für Leute, die ein paar neue Fähigkeiten, neue Tricks lernen wollen und dann zurück in ihre Teams bringen. Und wir brauchen Leute, das zum Beta-Testen. Mehr können Sie auch, könnt ihr alle lernen morgen um 11 Uhr. Morgen um 11 Uhr in R2D2 machen wir eine Session dazu. Zum Live-Ausprobieren, ihr dürft was mitmachen, könnt das direkt in eurer Arbeit danach anwenden. Wir brauchen Leute, die weitere Circles mitmachen möchten. Und wir haben wirklich also 12 Wochen, so wie wir es von Working Out Loud kennt, wirklich vorbereitet, dass ihr wirklich damit Programm habt, mit Inhalten. Und natürlich kann man den Leitfaden auch, das war die Idee, kommt aus dem Guide- und Multiplikatoren-Netzwerken-Community, dass wir diesen Leitfaden an euer Unternehmen anpassen können, oder vielmehr, dass ihr das für euch anpassen könnt, an eure Tools, an eure Methoden, an eure Firmenkultur vielleicht. Genau. Ich würde nur kurz fragen, Rainer, du bist auch hier, du bist, ich gucke in die Richtung, aber eigentlich soll ich hier gucken. Hast du auch ein paar Worte zu sagen? Oder haben wir alles schon gesagt? Ist gar nicht allzu groß verlängern, aber nur ein kurzer Hinweis an den Thomas Jennewein. Wenn er jemand sucht, der sich mit Markdown und Umwandlung von Word-Dokumenten super auskennt, spricht da mal einen Daniel Priol aus unserem Team an, der kann das super gut kennen. Danke, euer Applaus. So viel der einführenden Worte. Die Abendveranstaltung kann beginnen. Vielleicht nur als kleiner Hinweis, ihr seht da drin, Generation Z baut da schon einen Mindtest. Also wer mal sehen will, wie Kinder quasi mit so einem Tool spielen, schaut da gerne mal rein, weil die Kinder müssen kurz nach 8 ins Bett. Also die sind nur noch 25 Minuten hier. Danach sind wir auf uns gestellt als alte Generation. Also habt viel Spaß, habt einen schönen Abend und wir sehen und hören uns gleich. Ach ja, und der Hans wollte noch was zum Hybriden sagen. Moment. Das dauert nur 30 Sekunden. Wir wollen ja perfectly hybrid machen, haben wir uns ja auf die Fahnen geschrieben. Und da wollen wir gern euer Feedback haben. Euer Feedback im Saal hier und euer Feedback draußen in der Welt. Dazu haben wir ganz einfach was entwickelt, nämlich einen kleinen Fragebogen. 5 Fragen,
Hier ist der Barcode. Überall hängen hier die entsprechenden QR-Codes aus. Das sieht dann auf dem Handy so aus. Genau, könnt ihr jede Session einfach kurz bewerten. Wir würden das dann gerne auswerten und euch auch allen zur Verfügung stellen. Es wäre ganz toll, wenn ihr das machen würdet. Die Links und Barcodes stellen wir auch online zur Verfügung. Könnt ihr jetzt schon machen, jede Session einzeln, wenn ihr wollt, und morgen in den Räumen natürlich besonders. Wäre toll, wenn wir alle voneinander lernen würden. Vielen Dank. Jetzt aber Party on. Viel Spaß euch heute Abend.